Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch alle Drogerieprodukte, die ich diesen Monat leer gemacht habe und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was ihr diesen Monat so alles aus dem Drogeriebereich leer gemacht habt. Ich starte jetzt mit meinem ersten Produkt und zwar ist das mein liebstes Drogerieshampoo. Das ist einfach von Syoss das Repair Shampoo. Das ist für trockenes und geschädigtes Haar. Das mag ich sehr, sehr gerne und zwar schon ganz, ganz viele Jahre. Ich habe das früher auch benutzt, als ich so richtig helle, blondierte Haare hatte. Und auch damals hat es meine Haare schon richtig gut gepflegt. Heute spüre ich noch viel, viel mehr von der Pflege, weil ich einfach schon sehr gesundes und kein trockenes Haar habe. Und ich merke einfach, wenn ich meine Haare wasche und das Ganze ausspüle, dann sind die Haare sehr schön glatt, sie sind weich und sie sind kaum verknotet. Und auch wenn ich sie kämme, dann gehen die Knoten ganz, ganz leicht auseinander. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie noch einen Conditioner oder sowas brauche. Ich tue mir zwar immer so ein bisschen was in die Spitzen, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Der Paul, der benutzt dieses Produkt auch schon richtig lange. Wir sind hier jetzt 10,5 Jahre zusammen und ich bin damals durch ihn darauf gekommen. Der hat das immer benutzt und ja, seitdem verwendet er das und ich zwischendurch auch immer mal wieder. Ab und zu wechsle ich immer meine Shampoos, um mich nochmal so ein bisschen ja, durch die Drogerie zu testen. Aber ich komme wirklich immer hier drauf zurück, weil das ist echt ein tolles Shampoo, finde ich. Als nächstes habe ich meine Bodylotion leer gemacht. Dieses Mal habe ich mir sogar eine andere gekauft beim DM. Ist mir aber sehr, sehr schwer gefallen, diese hier nicht zu kaufen. Das ist von Balea die Cremeöl Bodylotion. Die hat einen Ölanteil von 40%. Und wenn man sich damit eincremt, dann zieht das zwar schnell ein, aber man hat so einen leichten Fettfilm noch auf der Haut. Mich persönlich stört das aber überhaupt nicht. Die ist auch für trockene und beanspruchte Haut. Ich habe, ich würde sagen, ganz normale Haut mittlerweile. Trotzdem mag ich die einfach sehr, sehr gerne. Ich mag gerne dieses Gefühl von eingecremt sein. Ich weiß, dass es viele hassen, aber ich liebe das total. Und die duftet dabei auch noch richtig gut, aber so angenehm nach Mandeln. Und ja, ist auf jeden Fall kein aufdringlicher Duft. Also falls ihr nicht so gerne so starke Düfte mögt, dann schaut euch die gerne mal an. Mein liebster Lippenpflegestift ist auch noch leer gegangen. Ich sage hier die ganze Zeit mein liebstes dies, mein liebstes das, aber das waren jetzt wirklich so drei richtig extreme Favoriten von mir. Und das hier ist von Catrice, der Watermelon Shine Glow Lip Balm. Und der sieht mittlerweile so aus. Hier könnt ihr das sehen, den habe ich wirklich sehr, sehr gut aufgebraucht. Also ich kann hier noch so ein bisschen rauskratzen, aber langsam habe ich schon keine Lust mehr, das zu machen. Also ich werde noch hier, soweit ich mit dem Finger dran komme, das rauspulen, aber dann reicht es mir auch. Dieser Lippenpflegestift hält bei mir ungefähr 2 Monate. Ich verwende den jeden Tag und zwar mehrmals. Eigentlich ist das so mein Go-To-Lippenprodukt. Also wenn ich nicht gerade hier vor der Kamera stehe, dann schminke ich meine Lippen gar nicht mehr so wirklich, weil mit der Maske und so, ich finde, es ist einfach super nervig. Und da brauche ich einfach nur was, was meine Lippen pflegt und was eine leichte Farbe verleiht. Also der ist so leicht rot getönt und dadurch sehen die Lippen einfach schön lebendig aus. Sie sehen so ein bisschen durchbluteter aus. Und die werden einfach super schön gepflegt und das Ganze duftet auch noch ganz leicht nach Wassermelone, ist wirklich nicht aufdringlich. Also eigentlich nehme ich das kaum wahr, weil das wirklich nur so ein leichter Duft ist. Und ich finde, von der Packung sieht das auch ganz hübsch aus. Ist auch eine sehr hochwertige Verpackung, die einem nicht so auseinanderbricht oder so. Und den muss ich mir auf jeden Fall ganz schnell wieder neu kaufen. Die Duschgels von Tetisep, die mag ich ja insgesamt total gerne. Und hier hätte ich jetzt die Sorte Hallo Verwöhntzeit. Die ist mit Kakaobutter, Vanille und Macadamia. Ich finde, das ist das perfekte Duschgel für die kältere Jahreszeit, weil ja, dieses Duschgel versprüht einfach Wärme. Das ist irgendwie komisch durch diesen Duft. Also das erinnert einen total so an Weihnachten und die kältere Jahreszeit. Das ist richtig toll. Wenn ich da jetzt so dran dufte, dann denke ich so, das stinkt schon fast, weil der Duft wirklich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr süß ist. Allerdings ist das unter der Dusche ganz anders. Da ist es immer noch ein intensiver Duft, aber der ist dann sehr angenehm und es fühlt sich einfach toll an, damit zu duschen. Und hier steht auch, dass das Ganze feuchtigkeitsspendend ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe öfters Probleme mit verschiedenen Duschgels. Da vertrage ich wirklich nicht alles. Da kriege ich dann direkt trockene Haut. Aber die von Tetisep, die kann ich wirklich immer super gut benutzen. Mein Make-up-Schwämmchen hat leider langsam auch ausgedient. Das habe ich von meiner Freundin Tara. Das ist von der letzten Tamtam Beauty-Kollektion. Und das, ach, das fand ich einfach so, so gut. Also man meint gar nicht, dass es da so große Unterschiede bei so Make-up-Schwämmchen gibt, aber die gibt es definitiv. Und dieses hier, das ist so ein bisschen fester insgesamt und man feuchtet die ja dann an und dann ist die Oberfläche so, ja, das ist so schwer zu beschreiben. Die ist auf jeden Fall so fest, dass sie nicht so viel Produkt aufsaugt, aber trotzdem so weich, dass es sich angenehm angefühlt hat, damit ja das Make-up einzuarbeiten. Und davon sah die Haut einfach richtig toll aus.
Also davon muss ich mir definitiv ein neues besorgen. Dieser Duschschaum hier von Bilou ist auch noch leer gegangen. Das war die Sorte Berry Bowl. Und es hat wirklich auch wie eine Berry Bowl gerochen. Also der Schaum von Bilou, der ist ja immer sehr schön fest und sehr angenehm. Und die Düfte sind ja auch immer sehr, sehr extrem. Also hier, das war wirklich wie so eine bärige Explosion. Aber das hat auch noch so süß dazu geduftet. Fand ich ganz gut. Ist jetzt nicht mein favorisierter Duft, glaube ich. Aber ja, wenn es nur noch den geben würde, würde ich mir den, glaube ich, auch nochmal holen. Weil ich mag es einfach sehr gerne mit so intensiveren Düften unter der Dusche. Also ich nehme dann immer als erstes hier mein Baby Love Duschgel. Das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Und dann zum Schluss nehme ich noch einmal so ein bisschen von so einem gut duftenden Duschgel und verteile das nochmal. Und dann hat man nochmal so eine schöne Duftexplosion, bevor die Dusche dann zu Ende ist. Unsere Zahnseide ist auch noch leer gegangen. Die verwenden Paul und ich natürlich auch zusammen. Ups, jetzt ist mir fast runtergefallen. Das ist von Oral-B die Essential Floss Zahnseide. Und wir haben hier die gewachsene. Die schmeckt so leicht nach Minze. Und ja, ich kann euch ja jetzt nicht zeigen, wie die aussieht, aber es gibt wirklich sehr, sehr große Unterschiede bei Zahnseide. Ich finde, dass Zahnseide oft viel zu dick ist und das ist einfach super unangenehm. Oder wenn die nicht gewachst ist, dann entstehen da je nachdem so Stückchen, so weiße, die man dann rauspulen muss. Deswegen, ich mag meine Zahnseide am liebsten gewachst. Ich finde es auch toll, dass die nach Minze schmeckt und die ist halt, wie gesagt, nicht so dick. Also die kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Ich habe mich wirklich mal durch das Regal getestet. Ich habe was von Aldi getestet. Och, das war eine Vollkatastrophe. Die Zahnseide ist wirklich richtig dick. Dann habe ich die von Balea getestet. Die ist okay, aber wenn man einmal diese hier hatte, dann will man nicht mehr weg. Also falls ihr die noch nicht getestet habt, dann macht das mal. Ihr werdet wirklich verstehen, was ich meine. Dieses Produkt hier habe ich vor ewigen Zeiten mal bei Rossmann gekauft und habe es jetzt einfach nochmal ausgekramt und aufgebraucht. Und so habe ich hier von Isana einen Rasierschaum mitgenommen. Das war die Sorte Melon Squeezed mit Wassermelonenextrakt. Das hat sehr angenehm nach Wassermelone geduftet. Und dieser Schaum, der da rauskam, der war auch schön fest. Das war wirklich super. Ich habe da gar nichts dran auszusetzen. Ich persönlich habe einfach nur festgestellt, dass ich lieber Rasiergel mag, weil ich finde, das ist einfach noch schöner von der Konsistenz her und ja, ich weiß nicht. Was mögt ihr lieber, Rasierschaum oder Rasiergel? Ich finde Rasierschaum, das läuft dann auch je nachdem so runter und Rasiergel finde ich einfach besser. Also das war jetzt, glaube ich, erstmal der letzte Rasierschaum, den ich mir geholt habe. Es sei denn, es wird mal eine richtig coole Duftrichtung geben. Aber ja, wie gesagt, eher Team Rasiergel. Der kleine freche Louis hat auch noch was leer gemacht. Und zwar ist sein Hundeschampoo leer gegangen. Das kaufe ich auch immer beim DM. Das ist von der Marke Glückstier. Und damit, ja, sind wir super zufrieden. Louis ist ja ein Kleinspitz und die haben ein sehr spezielles Fell, wovon Dreck und so einfach abfällt. Das sind wirklich sehr, sehr saubere Hunde. Und ich dusche den nie. Also so Ganzkörper. Ich lasse den einfach so, wie der ist. Der duftet immer gut. Der ist auch ein sehr sauberer Hund. Der wälzt sich jetzt nicht so im Schmutz oder so. Und es ist vielleicht komisch für Leute, die keine Hunde haben, wenn man denkt, hä, du hast den noch nie gewaschen, eklig. Aber nein, das ist alles richtig so. Ich verwende dieses Shampoo nur für Arschiwaschi, weil dadurch, dass der Louis ja so ein dickes, dichtes, langes Fell hat, kann es passieren, dass wenn sein Stuhlgang nicht so ganz hart ist, dass dann halt mal was hängen bleibt. Deswegen, immer wenn er groß gemacht hat, dann kontrolliere ich hinten, ob da was ist mit einem Zehmer. Und wenn da was ist, dann gehen wir kurz unter die Dusche und dann wird da wirklich nur sein Popo gewaschen. Das kennt er schon. Dann ziehe ich mir einen Handschuh an und dann geht's ab. Und ja, das hier, das hat jetzt keinen speziellen Duft oder so, aber das ist für ihn auch total in Ordnung. Es schäumt gut, damit wird alles schön sauber hintenrum. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, die fünfte oder sechste Flasche, die ich davon gekauft hatte. Also wir verwenden das wirklich schon ewig, ewig lange. Ich hatte das damals mal auf der Glowcon geschenkt bekommen und bin darauf irgendwie hängen geblieben. Mir ist aufgefallen, dass ich in dem Video wirklich sehr viele Favoriten aufgebraucht habe, wie auch diesen hier. Das ist von Balea mein geliebtes Trockenshampoo Soft Cotton. Ich mag das so gerne. Ich finde den Duft richtig schön weiblich. Hier steht zwar mit blumigem Duft, aber das kann ich absolut nicht bestätigen. Letztens wurde ich auch von irgendwem in den Kommentaren zurechtgewiesen und dann wurde gesagt, nee, das ist kein blumiger Duft, das ist Cottonduft, aber auch das kann ich nicht feststellen und hier steht ja auch nicht, dass es Cottonduft ist, oder? Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall mag ich das total gerne und ich finde weder, dass es nach Baumwolle duftet, noch nach Blumen. Aber ja,
Ihr könnt selbst mal duften gehen, wenn ihr wollt. Ich habe wirklich ewig lange gebraucht, bis ich diese Creme hier aufgebraucht habe. Das ist von Mixa, die Kika-Creme. Die ist ohne Parabene, ohne Parfüm und mit Panthenol. Die ist eigentlich für Gesicht, Körper und Hände. Aber ich habe die nur für meine Hände verwendet. Und die hat meine Hände wirklich super gut gepflegt. Also da ist kein unnötiger Gedöns drin. Und das Ganze hat jetzt auch nicht besonders geduftet. Ist wirklich relativ neutral vom Duft her und kann ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die ja nicht so gerne Handpflege mit Duft mögen und die aber trotzdem Probleme mit trockenen Händen haben, weil wenn ich mal so trockene Hände habe, dann ist das meistens hier so an den Gelenken irgendwie. Und die Handcreme hat wirklich dafür gesorgt, dass das immer wieder verschwindet und hat meine Hände sehr gut gepflegt. Und deswegen kann ich die auf jeden Fall mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben dazu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.